Gut. Okay. Eigentlich bei dieser Riesenquelle könnte ich nochmal ein Upgrade 3 machen. Dann brauche ich mir noch mehr Pferdchen hier. Die haben einen Buchstaben. W. Merke ich mir noch einfach mal das W. Gut, was ist das? Das ist ein R, S, D, M. Brauche ich eigentlich gar nicht so häufig. Ja. Okay, mal gucken, was du so für mich hast. Ah, schön. Das Ding, das wird jetzt richtig leer gesaugt. Guck mal, wie hier schnell das Ding fällt. Aber der Preis ist gerade echt im Arsch. Und ich mache diese Riesenquelle leer. Ja, die bringt gutes Startkapital. Da, Treffer. Putz. Ja, das ist dann diese Quelle hier komplett. Ja, dann klicke ich kurz noch ein bisschen auf den Fast-Forward-Button, damit die Preise sich erholen und ich ein bisschen mehr Geld habe. Oh, schnellere Wagen, das sollte was bringen, hoffentlich. Ja, das bringt was. 60 da vorne, alle Mann da verkaufen. Damit ich wenigstens noch irgendwas an Gewinn hier mache. Ja, wunderbar. Gut. Jetzt hier vorne. Ein Ulrich. Und runter geht's mit dir. Ich glaube, das auf Level 3 aufzubauen war ein Fehler. Aber gut, man kann ja auch nicht alles machen, ne? Da, Treffer versenkt. Eine Riesenquelle mal wieder. Holy shit. Upgrade direkt. Der Preis sinkt nämlich schon wieder. Mann. Aber hier, er steigt da. 94, ja, alle Mann da verkaufen. Ganz klar, 94 ist höher als 90. Und das ist direkt leer. Habe ich in einem Ding leer gesaugt. Cool. Gut, okay. Was mache ich jetzt? Ich suche weiter nach Öl. Klar, was sonst? Ja. Es ist gerade mal Mai. Da muss ich ja noch richtig lange nach Öl suchen hier. Gut, machen wir hier mal ein Upgrade. Ich denke, das könnte sich lohnen. 91 Cent. 90, oh scheiße, das lohnt sich doch nicht. Oh, steigt Right Ink? Nein, fällt auch. 88, 64, oh scheiße. Oh, Kacke Bonanza. Na gut, oh Mama Mia, ist dieses Feld schon wieder groß. Ah, heilige Scheiße. Vielleicht gibt es in dieser Mission, nein, in diesem Gebiet viele große Felder, dafür aber weniger. Muss ich gar nicht so viel Energie in das Suchen aufbringen. Aber trotzdem, ich suche noch ein bisschen mehr mit Dozern hier ab. Und jetzt hier kommt noch ein Maulwurf. Und ich würde so gerne mal einen Diamanten sehen. Oder haben. Sehen habe ich ja schon, aber haben. So, 71. Der Preis, der ist gleich schon wieder hier bei Right Ink besser. Schätze mal, genau jetzt. Alle Mann dahin. Ja, perfekt abgeschätzt. Genial. Gut. Klicken wir mal wieder auf den Fast-Forward-Button. Ah. Da-dum-di-da, da-dum-di-da, da-dum-di-da. Gut, das ist ein Riesenfeld, da mache ich auch das Upgrade Nummer 3. Und oh mein Gott, mein Lefting, der Preis. Gut. Und weiter geht's. Ah, bam, bam, bam. Gut. Fast forward. 94, 92, 91, 90, 89. Scheiße, der Preis. Oh, Mama Mia, der Preis. So, und jetzt suche ich nochmal ein bisschen nach Öl hier. Obwohl wir August haben. Komm, noch einmal ein letztes Öl suchen. Ein letztes Öl suchen. Der Preis hier vorne schon wieder wesentlich besser. 24.000. Aber das sind 6%, das ärgert mich jetzt ja schon ein bisschen. Hätte ich doch mal eben eher zugeschlagen. Weil 6%, damit hätte ich meinen Vorsprung auf 11% ausgebaut. Das wäre deutlich besser gewesen. Noch ein Wagen, komm. Ja, schade. Habe ich leider nicht gemacht. Blöd. Gut, das haben wir jetzt hier sofort leer gesaugt.
Haben wir auch wieder mit einer Dreier-Pipeline hier so richtig einen rausgezogen. Lecker, lecker, lecker. Ja. In der Mitte. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Gebiet noch ist. Sind da wirklich Grafikfehler? Ich sehe das hier gerade mal auf meinem Monitor. Auf meinem zweiten. Sind da wirklich Grafikfehler? Oh Mann, das ist natürlich relativ blöd, wenn das wirklich so ist. Dann wollt ihr euch das ganz bestimmt nicht angucken. So. Wir haben schon September. Ich sehe es da flackern. Immer wieder. Was für ein Kack. Oh, zu was verkaufe ich denn hier? Komm, upgraden wir nochmal. Warum kommen mir Grafikfehler? Ich verstehe es nicht. Auf meinem Monitor hier sieht es perfekt aus, aber die Game Capture Card zeigt mir an, dass da Grafikfehler sind. Ich denke, ich muss nach dieser Runde mal ganz kurz eine Spielpause einlegen und mir das Material angucken. Kann ja tatsächlich sein, dass da Grafikfehler sind. Wenn ja, dann, ja, dann tut es mir schrecklich leid. Vielleicht strahle ich es noch gar nicht aus, wenn es zu schlimm wird. Mal gucken. Also wenn ihr das hier hört, dann habe ich es ja scheinbar ausgestrahlt. Ansonsten rede ich hier gerade dummes Zeug für mich selber. So, und das letzte bisschen verkaufen. War es das? Ja, das war's. Gut. Und Withdrawal, Stop Level. Und es waren tatsächlich nur drei riesengroße. 39.000, das finde ich super. Jetzt bin ich offiziell der Reichste hier im Gelände. Perfekt. Okay, ja, wir gehen ja rüber jetzt. Okay, muss ich jetzt? Nein, ich kann ja um X'en zurück, Exit. Okay, gut, wie gesagt, ich gucke mir ganz kurz das Material an und dann melde ich mich zurück. So, ich bin wieder da. Nee, waren keine Grafikfehler zu sehen. War alles in Ordnung, also weiter geht's. Welcome to the Land Auction. Pick a piece of land. Guck mal hier, Bullen. Ja, Mann, yeah. Gut, nehmen wir das. Beim choose Gas. Do you want to know where the gas is? Gas. Gas. Also nicht Benzin, oder was in Amerika halt Gas Stations sind, sondern ich denke, die meinen hier tatsächlich Gas, so Erdgas. Gas. Moles will look for gas near every cell they uncover. Was bringt mir denn Gas? Was? Was ist das? Valves. With this you can open and close the oil and gas flow through a joint. Okay. Nehmen wir erstmal. Packen wir erstmal ein. Ich habe aber auch keine Ahnung, was das. Also, Gas. Kann ich jetzt auch Gas fördern oder. Ich raff's nicht. Ist mir zu hoch. Okay. Kann ich hier irgendwas holen? Gucken wir mal. Nee. Ach, das ist mir alles scheißegal da hinten. Gut, packen wir. Was packen wir noch ein? Wir haben noch 85.000. Haben wir schon hier alles geholt? Nee, Stock Auction. Machen wir das ganz kurz. 3%. Ja, da ist mir das hier vorne irgendwo ganz recht. Na komm, hier. Also so. Yeah. Ah, schon wieder die! Nee, jetzt war es eine andere. Egal! Scheiße! Okay, ich bin jetzt nur noch der Zweitbeste hier. Ich wollte mich jetzt in 3% wieder an die Spitze setzen. Hat nicht geklappt. Scheiß drauf. Gut, Gas. Gas muss ich auch irgendwo... Keine Ahnung, Left Ink. Use this link to transport gas underground to Left Ink to boost the oil price. Oh! Okay. Ich kann scheinbar mit Gas den Ölpreis boosten. Dann kaufen wir mal den hier. Das macht ja... Ist ja scheißegal eigentlich. Soll ich beide holen direkt? Dann kann ich auch bei Riot Ink das Ganze machen. Oder was könnte ich hier nochmal holen? Komm, hol ich mir jetzt erstmal einen Scanner. Size 2. Oh, ich habe nur 15.000. Nee, das mache ich jetzt nicht. So, ich habe mal einen Scanner geholt. Dann gucken wir doch mal, was ein Scanner kann. Ah, jetzt kommt... Oh, Mama Mia, die ganzen Texte schon übereinander. Ich kann nichts lesen. Try your new scanner, click the scanner icon. Toll. Beside just oil, these lands also have gas.
Leute. Also hier habe ich einen Spielbug gefunden, ganz ehrlich. Use a pipeline to transport gas to my company and I'll raise the oil price to compensate you. Okay, was ist der andere? Check the joints between pipes to open and close the oil and gas flow. Okay. Okay, so, scan. Guck mal, Treffer versenkt. Schön. Ha, super. Achso, ich brauche jetzt hier noch Wägelchen, ne? Und direkt hier vorne verkaufen. Machen wir direkt ein Upgrade drauf. So, ja, sorry Jungs, ja, ich weiß. Was, du hast schon was abgegriffen in dieser kurzen Zeit? Willst du mich verarschen? Alter. Gut, ich kriege doch direkt ein Upgrade hier. Gut. Okay. Ja, das ist eine interessante Runde. Ich brauche auf jeden Fall einen davon. Ich möchte noch mehr sehen, weil das reicht mir definitiv nicht. Puh. 87. Ja, du hast es gefunden. Da vorne wunden. Ich kann. Nein! Okay. Ja, shitte. Noch ein Wagen. Ja, gut. Reicht das jetzt wohl mit dem Wagen? Ich weiß es nicht. Steigt langsam. Ah, hol ich mir lieber noch einen Wagen. Vor allem, wenn ich jetzt auch eine Ölquelle aufmache. Dann kann man nie zu wenig Wagen haben. Ey, du bist noch nicht voll, Kollege. So, ich glaube, ich muss aber jetzt hier rüber langsam. 80, 81, 2, ja. Da, alle Mann darüber. Gut. So, jetzt kaufen wir noch einen. Achso, nee, warte. Wir machen erstmal hier noch ein paar mehr. Und von euch ein paar. Und. Komm, noch einen davon. Das ist unser Standard-Setting halt irgendwie. Vielleicht steht ja hier neben direkt noch einer oder so. Keine Ahnung, kann ja sein. Oh, da. Ja. Okay, dann baue ich mal so darunter. Mal gucken, ob ich das finde hier. Nein. Ah, ihr seid ja auch alle bekloppte Hühner. Komm, noch einen hier in der Mitte setzen. Da! Oh, schön. Habe ich getroffen? Ja, getroffen. Schön. 86. Der Preis gefällt mir immer noch ganz gut. Da ist. Was ist das? Gas? Gas. Gas. Kann sein. Ja, gut. Du hast da was gefunden. Okay, gehen wir von da aus. Da runter. Mal gucken. Dann müssen wir gleich auf jeden Fall ein paar Upgrades durchführen, damit das überhaupt noch funktioniert hier. Ups. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt einen Drill zu holen. Also, boah, ich erstmal nach oben. Kann ja auch sein, dass es hier oben ist. Die Wahrscheinlichkeit, finde ich, liegt meistens bei 0 bei solchen Dingen. Ah, warte, ich kann doch jetzt auch einen Scanner benutzen. Boom! Na, da ist nix. Dann nochmal einen Scanner. Gut, da ist auch nix. Also, wird es da unten sein. Ja. So geht das also. So geht das. Na, bau mal durch. Gut. Ihr beiden, Haitita ist da. Da, oh, Treffer. Cool. So, Upgrade. Noch tiefer runter. Bin ich richtig gerade? Ich bin eigentlich ganz gut gerade hier, ja. Was passiert eigentlich, wenn man das komplette hier immer weggemacht hat? Bricht dann die ganze Welt zusammen? Ah, da ist es. So. Und du hast auch noch was. Da habe ich so ein Booster-Ding. Wie kann ich denn jetzt auch erstmal das da? Dieser Block sieht lustig aus. Über Minecraft. Ich habe dir doch dieses Joint-Ding geholt. Close. Open Rig. Ah, oh, ah. Wenn ich da draufklicke und nicht ziehe. Ah, okay. Aha. Ja, das macht Sinn. Dann kann ich auch das ein bisschen besser machen mit den Ölpreisen. Kann ich einfach zumachen und sagen, nee, jetzt pumpe ich auch nicht. Ist schon ganz cool. Okay.
Treffer im ersten Anlauf. Dann ja, bin glücklich. Gut, noch ein paar mehr von euch hier. Ich möchte so viel über dieses Gebiet wissen wie möglich. Wenn es noch mehr Gas gibt, weil ich meine, das ist Gas, oder? Gucken wir uns das mal ganz kurz hier an. Whoop. Oh, ja, es sieht nach einer, auf jeden Fall nach einer Quelle aus. Also wenn es Schwarzöl ist, dann müsste das Gas sein. Flüssiggas oder so. Und da habe ich auch irgendwas gefunden. Keine Ahnung, was bist du? Gas. Genial. Yeah. Gut. So, mit Gas kann ich also den Ölpreis anzapfen. Das heißt, ich könnte jetzt von da runter. Das sieht gut aus. Okay. Von da runter. Das habe ich jetzt ja geschlossen. Das heißt... Oh, das muss ich mal testen und versuchen. Das ist jetzt so interessant. Jugend forscht in Turmoil. Gut. So. Kann ich auch das schließen? Aha, jetzt kann ich eine ganze Pipe schließen. Das ist auch cool. Close. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich muss das offen lassen? Hä? Sonst zapft er da nicht durch? Das macht doch keinen Sinn. Das ist so unlogisch. Aber okay. So, von da. Okay. Hätte mir vielleicht noch eine Öffnung lassen sollen. Egal. Ja. Nichts mehr gefunden, so wie es aussieht. Dann, ich hole mir auf jeden Fall nochmal hier einen Mole für hier ganz unten und nochmal einen für hier unten. Und 43, 47. Das sieht doch langsam so aus, als müsste ich mir ganz kurz ein Upgrade, weil ich möchte das Ding... Ach so, das ist schon leer. Oder? Ich wollte, dass es so schnell wie möglich leer ist, damit ich das zumachen kann. Damit ich das anschließen kann und dann vielleicht darüber und dann... Weil man kann ja Pipes miteinander verbinden, das weiß ich ja. Mal gucken. Vielleicht kriege ich da ja was hin. Aber ich habe auch kaum noch Öl. Also stoppen wir erstmal hier die Ölzapferei. Genau, ja. Kommt kein Öl mehr. Nein, du auch nicht. So, mal eben hier zu Ende. Ja. Okay. Wo ist der letzte? Ja, da rüber. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich öffne jetzt mal wieder hier die ganzen Rigs. So, und jetzt öffne ich den hier. Und... Oh! Okay, schließen. Das reicht mir doch schon. Ja, das läuft. Ey, das kann ja so ein bisschen steuern damit, ne? Genial. Ja, du bist jetzt leer, oder was? Ja, okay, dann machen wir dich dicht. Wenn du jetzt leer bist, und dann bauen wir darüber. Und dann bauen wir von da aus, dich machen wir auch dicht, bauen wir von da aus hier rüber. Und jetzt öffnen wir erstmal wieder, um diesen Ölpreis nach oben zu pumpen. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gerade so richtig Geld verschwende. So, schließen wir das mal wieder. Und jetzt schließen wir mal wieder das hier. Shit, da komme ich nicht durch. Nein! So, mal gucken. Ich habe hier noch ein bisschen Öl in diesem Ding hier. Also lasse ich das mal so. Ich bohre da jetzt, also ich zapfe das nicht an. Ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt nicht hier in dem Container, in dem Ding lande. Das wäre arg doof. Nein, ich bin natürlich da drin. Oh shit, was passiert dann jetzt? Passiert da überhaupt was dann? Ich habe keine Ahnung. Verbinden wir das auf jeden Fall mal da hoch. Oh. Okay. Okay. Oh, da ist noch eine. Branch Limit Reach. Nein! Muss ich jetzt von da? Oh nein! Hätte ich doch mal diesen Triple da gemacht. Okay, verbinden wir das nochmal. So.